Freunde, hallo und herzlich willkommen bei Triavi. Heute geht es um die Jahresplanung 2017. Was geht ab? Was passiert? Und warum? Die Fragen werden Sie geklärt. Und ja, los geht's. Also klar, die wichtigste Sache und die größte Veränderung wird das Baby werden. Ende März, Anfang April, Ende April, keine Ahnung, wann das so genau passieren wird, kann man schlecht planen. Das wird auf jeden Fall ein Riesending werden und für mich noch gar nicht abschätzbar, was da genau passiert, wie sich das auf unseren Alltag auswirkt, was sich da verändern wird. Natürlich viel. Zweite Sache, das ist die große Herausforderung. Neben dem Kind für mich im nächsten Jahr die Mitteldistanz. Gestern wollten wir uns anmelden und konnten uns erfolgreich nicht anmelden. Scheiße. Weil der Schloss-Triathlon in Moritzburg, die Mitteldistanz ist schon ausgebucht. Scheiße. Und deswegen können wir den auf jeden Fall jetzt nicht machen. Wir suchen aber gerade nach Ersatz, wo wir stattdessen jetzt teilnehmen werden. Und den stelle ich dann auch noch genauer vor. Dann geht's ab in die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE. Und das ist eine Studienreise, 15 Tage. Da werde ich auf jeden Fall viele, viele Aufnahmen machen. Das wird bestimmt super, mega krass. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was da eigentlich los ist. Wir werden uns da verschiedene Städte angucken, in der Wüste unterwegs sein. Genau, jetzt bin ich ja quasi schon in der Probephase, wie das aussieht mit Beruf und Sport, ohne Kind und ohne Frau aktuell. Bin gerade im Praktikum und beende das ziemlich bald jetzt, in einem Monat ungefähr. Und kann jetzt schon sagen, das ist ja unglaublich anstrengend, da irgendwie 40 Stunden die Woche ungefähr zu arbeiten und nebenbei noch Sport zu machen. Und irgendwas auf die Reihe zu kriegen, dass die Wohnung nicht vollkommen verrümpelt. Dann muss ich mich auch langsam entscheiden, was ich jetzt in meiner Masterarbeit mache, was ich da genau mastere und welches Thema. Dann werde ich in jedem Fall, so wie es jetzt aussieht, noch den Leipzig-Triathlon mitmachen. Das ist eigentlich der einzige Triathlon, die einzige Triathlon-Veranstaltung, die ich überhaupt kenne. Aber ich finde die super und wir sind da ein ziemlich großer Trupp, der da jedes Mal mitmacht, und auch in diesem Mal wird es wieder stattfinden. Und wenn das alles so klappt, wie es klappt, dann mache ich da auch wieder die olympische Distanz. Ich will jetzt im Herbst wahrscheinlich den Warschau-Marathon machen. Da kann man auch, also wir können da einfach Familienbesuch und Marathon verbinden. Wobei ich hoffe, dass dann dort bessere Luft sein wird, als wie jetzt gerade. Dann auch nochmal April mache ich einen Halbmarathon mit, und zwar hier in Leipzig. Ansonsten steht auch noch ein bisschen Urlaub auf dem Programm in diesem Jahr. Nach Dänemark geht es auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal nach Freiburg, weil ich Freiburg einfach super geil finde. Freiburg ist immer eine sehr, sehr coole Stadt irgendwie. Vielleicht geht es dann auch nochmal woanders hin, in einen anderen Urlaub, Amsterdam oder so, mal gucken, wie das mit dem Baby dann alles so funktioniert, wie sich das verhält. In jedem Fall gibt es noch drei große Fragezeichen, weil wir auch nicht einschätzen können, also wenn ich die Masterarbeit dieses Jahr schaffe, wo ich dann überhaupt, wenn überhaupt, Arbeit finde, welche Arbeit wird das sein, wie sieht die aus, und auch bei den anderen Familienmitgliedern ist noch unklar, wie es da jetzt weitergeht. Ganz wichtig, was ich auf jeden Fall 2017 noch entscheiden muss, ob ich den Ironman jetzt 2018 versuchen werde. Also die Anmeldegebühren sind einfach so irre. Auch bei Challenge, also Challenge Regensburg zum Beispiel, ich hätte mir schon mal ein paar Sachen rausgesucht, wo ich vielleicht mitmachen würde. Und die Gebühren sind einfach so unfassbar krass. Ich würde aber irgendwie gerne, wenn ich so ein Langdistanzding mache, würde ich gerne einen Ironman machen. Also aktuell bezweifle ich noch, dass das funktioniert, vor allem wegen meiner Schwimmleistung. Wobei ich jetzt sagen würde, dass ich
2018 dann vielleicht nochmal mindestens eine Mitteldistanz mache, wo ich mich dann wirklich 2019 für den Ironman anmelde, einfach um auch ein bisschen Druck rauszunehmen. Das wird also das Jahr 2017 für mich. Super langweiliger Beitrag, sicherlich für viele, die das sehen. Aber ich finde das irgendwie auch für mich mal cool, das irgendwie so visuell zu sehen. Dafür kann ich versprechen, in der nächsten Folge, in dem nächsten Beitrag von mir, gibt es ein super cooles, ultimatives Geschenkangebot bzw. ein Geschenktipp für eure Partner oder Partnerin. Das kann wahrscheinlich vielen von euch helfen. Also Geschenktipp braucht man immer irgendwie und mit Sportbezug auch nicht schlecht, Triathlonbezug noch besser. Und das werde ich euch dann beim nächsten Mal vorstellen. Weihnachten ist nicht mehr weit hin. Danke fürs Zugucken. Falls euch das alles gefällt, bitte ich euch, meinen Kanal zu abonnieren. Oder wenn ihr denkt, das war mir zu langweilig, was macht er sonst noch so? Ich will andere Videos sehen. Ansonsten danke.